Also heute sind wir hier mit Tarek und ich habe ein paar Fragen zum Spiel am Wochenende bzw. am Turnier. Erzähl doch mal, wie es war, wie du es empfunden hast. Ja, also wir sind recht gut reingestartet, haben gegen Midwestern Youngsters gewonnen, gegen die haben wir leider beim Sauerland Cup verloren. Aber das war ganz gut. Dann im zweiten Spiel haben wir leider nicht so gut gespielt, haben es trotzdem gewonnen gegen Melsungen, aber es hätten auch höher gewinnen können. Und im dritten Spiel haben wir dann trotz der Sonne und trotzdem, dass wir platt waren, haben wir eigentlich nochmal gut aufgedreht, haben unser Tempospiel gut genutzt und haben gut gespielt. Ja, es war sehr warm an dem Tag, auch in der Halle. Es waren sehr viele Zuschauer dort und deswegen auch Glückwunsch zum BGV-Cup-Sieger 2024. Bist du zufrieden mit der Leistung? Im ersten Spiel ja, im zweiten Spiel nein, wie gerade gesagt. Das war nicht so gut, aber im dritten Spiel bin ich recht zufrieden. Ja. Aber es gibt immer Luft nach oben. Ja, ich finde auch, dass der Sieg gegen die Mittelhessen Youngsters zeigt, dass ihr auch als Team gut gekämpft habt. Ja. Auch ja, und was ist eure Stärke, so allgemein im Team, was findest du? Wir sind schon sehr 1 gegen 1 stark, auch im Rückraum. Und ich glaube, wenn wir es anwenden, auch unser Tempospiel, wenn wir da aufziehen und die Innenblocker isolieren, dann können wir schon gut was reißen dieses Jahr. Ja, du bist ja neu im Internat. Ja, ein Jahr bin ich schon, okay. Aber recht neu, ja. Dann erklär doch einmal kurz, welche Position du spielst, wie du genau heißt. Ich heiße Tarek Cengiz, spiele auf der Mittelposition hier bei den Rhein-Neckar Löwen, bin 2008er Jahrgang. Und wie ist dein Verlauf zu den Löwen? Was war dein erster Verein? Also ich war beim TSV Blaustein, dann bin ich zu Köpping gewechselt. Aber dann gab es da ein Turnier, da haben wir auch gegen die Löwen gespielt und so bin ich dann letztes Jahr hierher gewechselt. Wie findest du es im Internat? Richtig geil, also mit den Jungs ist schon immer cool, jeden Abend. Natürlich, man vermisst ein bisschen die Familie und Freundinnen und Freunde, aber ist trotzdem jeden Abend richtig cool. Wie ich auch gerade erfahren habe, bist du jetzt in der Nationalmannschaft? Ja, also ich hatte meine ersten Länderspiele vor ein paar Monaten und ist immer eine geile Erfahrung. Ja. Dann spielst du ja auch gegen die in der Runde, oder? Gegen manche von denen? Ja, genau. Also auf viele treffe ich erst in der deutschen Meisterschaft. Hallo! Hast du allgemein irgendwelche persönlichen Ziele bei den Rhein-Neckar-Löwen? Ja, also ich will schon natürlich, das größte Ziel ist immer in die erste Mannschaft zu kommen, aber das ist natürlich ein großer Sprung und ich will einfach irgendwann in die Bundesliga kommen, wenn es auch über ein Sprungbrett, zweite, dritte Liga ist, dann soll es so sein. Genau. Ja, ich glaube, die Junglöwen sind da eine gute Position und Option dazu. Ja. Und ihr habt ja am Sonntag schon euer nächstes Spiel gegen die Balikwalstätten. Ja. Was ist dein Ziel? Ja, also richtig geil in die Runde reinzustarten. Wir wollen das Spiel gewinnen und so wie die Turniere jetzt ausgesagt haben, sind wir auch gut dabei. Jetzt noch eine Frage zum Schluss. Was fasziniert dich am Handball und an den Jungen? Am Handball einfach dieses ständige Tempo, dass viele Tore fallen. Wenn ich jetzt Fußball angucke und da geht es 0-0 aus, das gefällt mir einfach nicht. Aber wenn wir hier 30 Tore schießen, das ist schon richtig geil. Und ja, bei den Junglöwen insgesamt einfach, wie wir alle auch, man kann fast sagen, brüderlich sind, auch die Älteren sind alle richtig nett zu mir und es ist einfach immer wieder lustig. Dann wünsche ich euch viel Erfolg für das Spiel am Sonntag und starte die Runde und wir sehen uns bald.